Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu meinem neuen Projekt Fallout 3. Ja, ich habe mal nachgeguckt und es ist mir aufgefallen, dass ich doch noch ein Spiel habe, das ich doch Let's Playen kann. Und deswegen kam ich auf die Idee, na komm, dann machst du es einfach. Und ja, wir Let's Playen jetzt einfach mal Fallout 3. Warum nicht? Warum nicht, ne? Ja, gut, ich würde mal sagen, dann geht's mal weiter. Start auch die Aufnahme zu perfekten Momenten hier. Gleich zur Geburt. Warum nicht? Warum? Warum nicht? Mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß nicht. Was bin ich? Ich kann mich schwer entscheiden. Bin ich beides? Geht uns ein Zwischending? Ach, ich bin mal ein Junge. Ein Junge? Ein Junge. Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Hätte ich es nicht gedacht. Oh, James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Freut mich. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Was für den Namen? Spielernamen? Ist ja echt uncool von dir. Nein. Wir nennen uns einfach mal Buddy. Genau. Passt perfekt. Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Nein. Passt perfekt zu dir. Sehe ich nicht so. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Weiß nicht. Komm, wir sind jetzt asiatisch. Nein, wir bleiben bei weiß. Wir bleiben bei weiß. Gesicht. Oh Gott. Warte. Sieht das nicht ein bisschen gay aus? Ach, wir nehmen das jetzt einfach mal. Frisur. Wir sind jetzt... wie Punk. Das sieht komisch aus. Die Unruhe. Ich bin Kriegsfalke. Gegenwind. Struwel. Hike Rather. Hike Rather. Genom. Oh, geht doch. Oh, Tunnelschlange. Wir nehmen Wüst. Das sieht immer so erotisch aus. Nussbraun. Wir nehmen Nussbraun. Nee, das hat man. So. Gefällt Ihnen die Figur? Joa. Ihre Figur. Sehr ähnlich sein. Was? Siehst du das, Catherine? Oh. Hat er gerade gesagt, dann muss jemand sein dämlich sein? Sehr, was ist mit dir los? Arschloch. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Ach so. Wie steht's mit dir? Weiß nicht. Was für ein Mensch wirst du werden? James? Du bist einfach... James? Hört sich nicht gut an. Irgend... 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, du musst leben! Du musst leben! Ein Jahr später. Später! Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Nein! Du schaffst es. Dada. Noch etwas weiter. Komisch. Dada. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu. Finde ich weiß, nicht. Dass du es nicht und magst, tust. Wenn dich Papa allein lässt. Du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Was ist mit dem los? Der ärgert mich. Aha, kannst du nicht, Alter. Du bist ein Spischel.
bestärke, ich bin zu stark, ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir umschleppen. Okay, einen Moment bitte. Genau, tut mir leid, ich musste eben was erledigen. Endurance, ja. Kenne ich schon alles. Die ersten. Persönlich, ich meine die ersten 6 einfach, das ist das Beste. Kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Ja, wenig. Dreh durch. Papa, vorlauf. Okay, ich laufe vor. Ja, nee, ist klar, Baby kann das aufmachen. Ist klar. Diese Experimente. Sagen Sie kein Mann. Wir wissen nichts über die Viren und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren und lehnen sie überlegen. Stanley, Sie haben ein paar Jahre später eingeschaltet. Ich hab geputzt. Alles Gute zum Geburtstag! Eigentlich gute Junge, Brunnen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Kann ich auch nicht glauben. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Oh, Luftdünn. Viel Spaß bei deiner Party. Die Klappe. Du wirst nur einmal 10. Ist mir klar. Genieß es. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da hast du uns aber... Hab mich nicht aufgekriegt. Hab getan, ich finde eine großartige Party. Danke, dass du das für mich gemacht hast. War das schon? Oder hat die richtige Party noch nicht begonnen? Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Halt die Klappe. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Na super. Ich hätte nicht gesagt, dass du auf Mädchen stehst. Du weißt, was ich meine. Also sei nicht gemein zu mir. Vielleicht sollte ich das jemand anderem geben. Jemandem, der Grognack der Barbar mehr mag als die fiese Christine. Die Frage ist, wie erkennt man den Unterschied? Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Hey, danke für die Einladung. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben. Aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Nein. Ich kann dir meine klatschen. Was? Ihr beiden seid jetzt best. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu... Ich lasse es nicht zu, dass meine Position als Aufseher dadurch... Ich habe... Das... Freunde? Paul von Reichen. Achtung, Zeit, den Kuchen abzuschneiden. Andy, warte! Alter, was ist mit dir los? Mein Kuchen! Mein Kuchen! Und? Macht deine Party... Ja, ich bin schon 10. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwaf. Ja, gnädige Frau. Bitte sehr. Ein süß... Ach, das ist aber nett für nie. Du hast doch immer... Extrem. Ja, diese Party ist echt. Aber... Ach... Cool. Mein Gott, Rolly. Wer ist der Monster-Game? Wie gefällt dir der Pip-Boy da? Ja, hab ich.
Danke, Stanley. Kein Wasser. Macht's Spaß. Vielleicht war es nicht, es geheim zu halten. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen. Ich hab Hunger. Und dieser Dumm. Los, gib mir. Ich hab keine Lust auf deinen Quatsch. Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Daddy, wo ist meine Waffe? Butch ist ein Idiot. Ich weiß. Cool. Danke, dass Sie gekommen sind, Stanley. Ich weiß, dass Sie mit dem Aufbereiter viel um die Ohren hatten. Ich hoffe, es ist alles okay. Ach klar, keine Sorge. Ich und Andy haben jetzt alles repariert. So gut wie neu. Ach, das ist mein alter Herr. Ich mach mir keine Sorgen. Was ist meine Waffe? Alles reparieren, oder? Ich bin Waffen. Aber schön, dass Sie es geschafft haben. Ich bin kein Mädchen. Wie wär's mit den Tunnelratten? Oder sind Ratten nicht tough genug? Danke. Gefällt ich schicke ihn runter. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Cool. Ich hab einen Schmitten im Hals geholt. Lass mich einen Moment nach. Niemals, sie werden nicht mit mir reden. Niemals. Hey, was machst du? Heilige Klappe, ich bin ein Kind, 10 Jahre alt, Mutti. Klatsch um! Bereit für eine Überraschung? Boah. Der Aufseher hat dir... Boah, ein Luftgewehr. Kann ich dir ins Gesicht schießen? Cool jetzt. Ich will was töten. Ich töte dich. Ha, cool. Gezielter Treffer und pam! Das schaffst du schon. Pam, 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 pam. Gute Arbeit. Hey Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Los, mach mal Foto! Lächeln! Na, geht doch. Okay. Schön weggucken. So, bis. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Cool. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen. Was? Und machen. Schule. Nun geh. Du hast einen Ge... Wie du meinst, Papa. Tschüss, Papa. Ach, ist doch. Oh, was ist das? Sieh mal, Vault-Tech Limited ist Spacken, wo die Inschrift auf den Sockel lautet, der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Ihre Fähigkeit Medizin wird auf cool. Ich hab mehr Medizin als andere. Uhaha. Guten Morgen. Hi. Ich vorbeigekommen, um deinem alten... Aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen! Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Herr Wersling. Mein Gott, Butch, warum lässt du mich nicht ein... Hey, sieh da! Klugscheißermaul! Was geht dir vor, Junge? Als ob ich mich mit... Ja, lass mich in Ruhe. Vielleicht kann ich... sie achtet ja. Wenn du... Hier und jetzt. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese... Na bitte. Ein harter Bursche. Was? Na, schon genug abbekommen? Er braucht noch einen. Er braucht noch einen. In meiner anderen Hand habe ich noch sowas. Ja. Er braucht noch einen. Die Tunnelschlangen sind die Großen. Lira macht in die Hosen. Er braucht noch einen. Keine Lösung. Bald ist eine Lösung. Na los. Klasse, Butch. Mit den Tunnelschlangen legt man sich besser nicht an. Helfen Sie mir. Schon, Tunnelschlangen. Diese kleine Zicke ist unsere hey, Zeit. Hey, aufpassen, wo das Ding hinschwingt. Nun, Sie haben... Klar, ich bin bereit, man. Butch, du bist der Boss. Hinsitzen. Es leben die Tunnelschlangen. Okay, los geht's. Na gut, gehen wir. Mr. Butch. Was geht jetzt los, Mann? Wir können beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Ah, nee. Oh. Okay.
Wir können beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Arschloch. Hau ab! Komm, Pacino Mater. Ah, sehr gut. Okay, los geht's. Nun, jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Okay, bitte auch quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Die Kappe. Ja, ich spreche mit Ihnen. Ich muss gucken, Ihnen, wie ich das machen werde. Wahrscheinlich packe ich das gleich alles zusammen in einen Part. Mal gucken, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Aber ich denke mal, ich mache das mal fertig und dann mache ich einen Cut. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit: Ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Abductor, das wollte keine Parabol. Das finde ich gut. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Okay. Was tun Sie? Oh mein Gott. Ich rufe nach Hilfe. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Genau. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseball-Teams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Pitcher. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Der halt ins Gesicht knallen. Nein. Nee. Das Frage 6. Genau. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszubringen. Blablabla. Wie gehen Sie vor? Sie bezahlen ein Wolkgang für seine Sherry-Bombe, sprengen die Tür, Sie gehen zur Waffenhaus, Sie überspinnen oder Sie werden ein Arkham aus Zürich. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Das antimutanten Wirkstoff. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Kognak der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Sie tauschen den Kognak gegen eins Ihrer wertvollsten Besitztümer. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Meine Pünktlichkeit ist als Rasierer damit ein... Oh ja. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Oh, das ist jetzt schwer. Die Aufgabe hat jemand gehasst. Oh, das ist sowas von schwer. Ja, weiß nicht. 1 oder 3? Ich entscheide mich mal für 3. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's. Der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Ich will aufstehen. Nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Wartungsabteilung? Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Ja. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Man sagt, der GOAT lügt... Was? Hören Sie, in Ihrem Alter war ich genauso unausstehlich. Okay. Unter uns? Wenn Sie das Oh, cool. Also, beide können wir wegmachen. Und dafür... Sprache. Ja, das kann man nicht so lassen. Genau. Okay, ich denke mal... Ja, halt die Klappe. Ja. Ist ja okay. Ist ja okay, ja. Wir werden hier mal einen kleinen Cut machen. Sind immer schon 19 Minuten. Wollte gar nicht so lange machen. Okay, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge zu Let's Play Fallout 3. Bis dann, haut rein.